360 Football hier mit einem neuen Video, und zwar machen wir heute eine ganze Einheit für in der Sommerpause oder der Vorbereitung ohne Geräte. Jungs, seid ihr ready? Ja, ich bin auf jeden Fall ready. Auf jeden Fall ready, ja. Ja, wir machen hier keine Faxen, es geht los. Die Sommervorbereitung hat angefangen, das heißt, sei keine Memme, fang jetzt an trainieren. Vamos. Es muss wieder weitergehen. Let's go. Wir starten hier mit dem Warm-up. Da kann man ganz einfach mit dem Ball ein paar Ballhandling-Übungen machen. Wir zeigen hier einige. Und ansonsten auch noch ein bisschen Mobilisation ohne Ball. Circa 10 bis 15 Minuten. Schon hast du ein paar Ballkontakte und bist ready für das weitere Training. Dann geht es intensiver zu und her, und wir starten mit Ballkontrollübungen. Dafür nutzen wir den 16er, also 16 Meter hoch, 16 Meter runter. Hier siehst du ein paar Beispiele, die du einbauen kannst. Natürlich, es gibt noch viele verschiedene, aber wir haben hier extra noch ein paar Übungen gezeigt, die du vielleicht noch nicht gesehen hast. Wichtig, zuerst sauber ausführen und dann aufs Tempo drücken. Ich würde dir empfehlen, jede Übung circa 2 bis 3 Mal hoch und runter durchzuführen. Zwischendrin machst du natürlich ein bisschen Pause, damit die Qualität auch hoch bleibt. Sind wir auch absolut 100% warm, und wir gehen zu den Sprints, denn gerade jetzt in der Pause oder auch allgemein ist die Schnelligkeit ein Riesenthema, und das würde ich relativ am Anfang des Trainings machen, und hier haben wir wiederum ein paar Beispiele für dich. Wichtig, pro 10 Meter Sprint circa 30 Sekunden Pause machen, also bei diesen Übungen hier mindestens 1 bis 1,5 Minuten Pause machen. Lieber zu viel Pause als zu wenig, denn wir möchten effektiv die Schnelligkeit trainieren und hier jetzt nicht spezifisch die Ausdauer. Pro Übung könntest du hier jetzt 4 bis 6 Sprints machen. Meine Damen und Herren, eine kurze Werbeunterbrechung. Nick erklärt euch kurz etwas. Ja, heute geben wir Gas bei diesem Training, und darum gibt's natürlich ein Pregame von 360 Football. Let's go. Danach, wenn du eine Wand zur Verfügung hast oder irgendetwas Ähnliches, wo der Ball zurückspickt, dann würde ich auf jeden Fall noch das Passspiel mit einbauen und die Ballannahmen. Wir zeigen dir hier jetzt 3 verschiedene Möglichkeiten. Und du kannst hier auch variieren mit der Zeit. Du kannst zum Beispiel pro Übung 3x1 Minute machen, 3x2 Minuten. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Intensität darauf an. Auf jeden Fall saubere Ausführung zuerst und dann auf das Tempo drücken und Gas geben. Wenn du das durchgezogen hast, gerade als Offensivspieler oder auch als Mittelfeldspieler, geht es Richtung Tor. Als erste Übung machen wir eine Übung, wo wir auch den ersten Kontakt aus der Luft trainieren. Ball jonglieren, in die Höhe spielen, dann mitnehmen und schnell abschließen. Und dann bei den weiteren Übungen gehen wir noch in die Finten rein, sodass wir aus dem Lauf auch abschließen. Dann zusätzlich mit dem Rücken zum Tor decken wir auch noch mal etwas ab.
Distanzschüsse. Ich würde jetzt mal behaupten, ca. 10 bis 15 bis 20 Schüsse pro Übung. Auch ein bisschen auf die Adduktoren etc. achten, dass du hier keine Überbelastung hast. Da musst du deinen Körper auch etwas spüren. Wenn es ein paar Schüsse weniger sind, ist das auch in Ordnung. Und du kannst natürlich auch noch den schwachen Fuß mit einbauen. Zu guter Letzt zerstören wir auch noch den Oberkörper. Wir haben jetzt die Beine schon intensiv gebraucht, darum fokussieren wir uns auf den Oberkörper. Wobei man hier sagen muss, an einem separaten Tag musst du natürlich deine Beine auch trainieren. Hier als erste Übung machen wir etwas für den Rücken, eine Ruderbewegung. Hier kannst du dreimal wirklich an dein Maximum gehen, so viele Wiederholungen machen, wie du kannst. Als Alternative kannst du auch Klimmzüge machen. Dann kannst du Liegestütze machen. Hier auch wieder dreimal wirklich ans Muskelversagen gehen. Ich würde da richtig pushen. Und dann zu guter Letzt machen wir noch etwas für den Rumpf. Hier auch zwei bis dreimal. So viele Wiederholungen wie möglich, es sollte richtig brennen und dann hast du auch schon etwas Gutes für deinen Oberkörper gemacht. Ja, Training ist durch und wenn du das Ganze so nachmachst, wirst du wirklich eine ganz gute Einheit haben und wenn du das Ganze noch vertiefen möchtest, viel mehr in die Details gehen möchtest, haben wir unser Trainingsprogramm, wo wir dir auch ganz individuell zur Seite stehen und mit dir zusammen trainieren. Und wenn du mit uns vor Ort auf dem Platz stehen möchtest, kannst du dich auch unten bewerben für die Personal Trainings, dann schauen wir an, ob es bei dir Sinn machen würde. Ja Leute, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, unbedingt Kommentare schreiben, auch für unseren Algorithmus, also für den Algorithmus, dass wir auch häufiger angezeigt werden. Und ja, jetzt gebe ich das Schlusswort an Devin. Er hat sicher noch was Schönes zu sagen und dann verabschieden wir uns. Ja Jungs, zum einen Sommerpause oder allgemein die Pause nutzen für euch und unbedingt, damit ihr genügend Gas geben könnt, Pre-Game Jungs, nur der Pre-Game. War jetzt ganz spontan, aber der Junge weiß Bescheid. So sieht's aus. Pre-Game!